So, hallo. Heute Tag 5, ne? Tag 5, ja. Tag 5, einiges erlebt. Oh Mehr als ja. ihr wahrscheinlich. Ja. Mit was beginnt man? Mit dem Highlight des Tages oder? Nein, ne? Was war ein Highlight? Das Highlight war schon mal, dass wir gut ausgeschlafen haben, ne? Das war das erste Highlight. Ja. Wir hatten eine Pension mit dem Jakob und Dominik schlafen. Die beiden hat man dann allein gelassen. Die haben diesen Studentenschlaf noch. Also, die schlafen etwas besser als wir. Die machen richtig hell, die zwei, ne? Ja. Und dann sind wir aufgebrochen. Das war am Anfang echt geil. Also die ganze Gegend ist geil. Das ist Natur pur, die Pferde grasen. Ich habe sogar mal ein Pferd gesehen, das mit dem Maul das Gatter aufgemacht hat, die Tür, und ist einfach reingelaufen. Kenne ich so nicht. Fand ich richtig klasse. Zwei, dreimal mussten wir Kehrtwendungen machen, weil wir einfach die Wege teilen sich, weil wir den falschen Weg fahren sind. Es ist ein bisschen spannend worden zwischendurch mal, wo es so raufgegangen ist, ne? Ja, da war es Wo wir die spannend, ja. Tasche gesehen haben. Also da war schon geil. Das prickelt dann immer. Man überlegt sich, wie lange geht's zu und was hat man dabei gehabt? Die ganze Zeit hat unsere Tankleuchte geleuchtet, ne? Deine. Nee, vorher, vorm Ach Tank so, noch, ja. vorm Ja, Tank her. über den Berg drüber, ne? Das war ein bisschen Ja. spannend. Ich habe gedacht, okay, wenn wir jetzt stehen bleiben, hoffentlich sind es nicht mehr als 15 Kilometer, die wir schieben müssen. Und ich will Genau. es den keinen Meter schieben, wenn es nicht sein muss. Ja. Ja, dann viel Straßenanteil und das war Genuss. Also ich freue mich über Herrlich. jede Straße, die da kommt, ne? Die waren schon herrlich, die Durch die Straßen. Täler, Skigebiete. Wir sind eine Teerstraße raufgefahren. Ich frage mich, warum das ganz neu geteert wird. Da oben gibt es eigentlich gerade nichts. Aber wir sind die raufgefahren und die war so steil, die möchte ich ohne Teer gar nicht fahren. Nee, und einspurig. Ja, Einspurig war die, mit einspurig. Gegenverkehr. Ja. Also raufwärts war oben gesperrt, ne? Genau. Aber runterwärts, ne? Ja. Runterwärts, einspurig und Gegenverkehr. Also echt, wenn ich das vorher so gewusst hätte, hätte ich vielleicht noch einen Satzbremsbeleg mitgenommen. Ja, Wenn wir aber dabei. aber einen, den müssen wir uns teilen. Ein vorne, ein hinten, Ja, können wir es aussuchen. genau, Wer deswegen habe ich vorne die ganze Zeit drauf mit macht. Motorbremse gefahren. Ja. Ja, und dann hatten wir den ganzen Tag wirklich schön, ne? Straße, das Skigebiet, Steigerung, Steigerung, Steigerung. Schönes Wetter, immer schönes Wetter. Ich bin ganz aufgebrannt, das Gesicht brennt richtig. Von Und der Kälte. dann hatten wir halt uns in einvernehmlichem Gespräch, ne? Zusammen entschieden, ne? Muss man sagen. Wir fahren nochmal weiter. Hat er allein entschieden für sich unter seinem Helm. Wir haben zwar vorher gesagt, wir fahren weiter. Haben wir dann auch gemacht. Dann plötzlich hat die Zivilisation uns verlassen. Und dann ging es wieder in die Berge. Und da war es schon 5:30. Ja, nee, aber ich habe dich vorher gefragt, ne? Ja. Aber wir haben ja eigentlich gesagt, 5:30 suchen was, aber egal. Wir wollten noch 100 Kilometer fahren, Ja. haben wir gesagt. Also müssen wir nochmal aufsteigen, ne? Wir haben es aber beide relativ schnell gemerkt, dass es jetzt nur noch bergauf geht. Und dass es wirklich so enorm bergauf geht, das wussten wir beide nicht. Nee, Weil wie wir viele haben. Höhenmeter waren es? Das waren 700 Höhenmeter bergauf und das innerhalb von einer Viertelstunde. Ja. Oder wir. Dreispurig, Beton, ne? Ja. Dann mal zweispurig, wieder dreispurig. Das hat schon irgendwie was gedeutet. Genau. Am Berg oben. Waren wir bei 2000 Meter. Ja, da war oben wie eine Art Kaserne wahrscheinlich oder Im Berg. Ja, Arbeitsgebäude. gut, wir haben ja nichts mehr gesehen. Ja, Mine vorher noch, ne? Ja, Die, die haben wir diese noch Mine. gesehen, aber Wir sind danach über war die ja. Mine drüber gefahren und Ja, dann nee, da. 2000 Meter und nasse Schnee nicht, sondern alles gefroren. Wenn das nicht glaubt, wir haben Videobeweise. Ich habe mal ganz kurz die Kamera raus, habe natürlich erst mal meinen Akku wechseln müssen, dass ich überhaupt nur mein Garmin abfilmen konnte. Knallhart. 2000 Meter. Jetzt stehst du da oben und ich habe gesagt, Jörg, im Notfall fahren wir zurück, aber zurück wären auch wieder 10 oder 10 Minuten, Viertelstunde durch Nebel gewesen Ja, zu bestimmt. dieser Kaserne. Und was erwartet uns in der Kaserne, wissen wir nicht. Aber was erwartet uns nach vorne, wissen wir genauso nicht. Ne? Aber jetzt wissen Ja, aber wir's. es war wirklich, es war tricky. Und das ging auch innerhalb von 15 Minuten, 20 Minuten, hatten wir die 1000 Meter wieder runter. Und Aber ich fand es so abartig anstrengend. man muss dazu sagen, also wir sind schon ein bisschen ein hirnrissiges Tempo auch gefahren. Also langsam sind wir nicht gefahren.
Wir haben gemerkt, die Zeit wird knapp, es wird dunkel, es dämmert, da oben ist arschkalt, es ist Nebel, wir wussten nicht, wie weit es ist, wann das nächste Dorf kommt. Also haben wir es wirklich krachen lassen. Also das war schon grenzwertig. Wir sind beide schon ein paar Mal so ein bisschen... Und ohne Bremslicht gefahren. Genau. Immer schön rollen lassen. Ja. Immer rollen wie Downhill. Weil ich einfach gedacht habe, da oben im Berg verreckt man wahrscheinlich heute Nacht. Ja. Und da unten waren dann alle, da waren auch Villa irgendwas, Villa Casa, lauter so Zeug, war alles geschlossen, weil jetzt ist nichts los in diesem Land. Ne? Ja, und hier 3 Kilometer von hier entfernt haben wir einen Bauern gefragt, können wir irgendwo übernachten? Hat auch, oh Gott, übernachten. Ne? So, nee. Und wir hatten echt schon ein bisschen den Mut verloren. Ne? Ja. Und das einzige Licht, das hier so richtig brennt, also jetzt, das ist jetzt neu, ist unser Motorrad, weil eigentlich ist es hier stockdunkel. Ich drehe jetzt mal die Kamera für euch und hoffe, ich bleibe nicht am Wuschel hängen. Also seht ihr, das Gebäude ist dunkel. Doch wir haben halt so viel Glück, dass die noch ein Double Bedroom, also wie heißt das, Honeymoon Suite für uns beide haben. Genau, die Honeymoon Suite hat man bekommen und haltet euch fest, 90 Lei pro Person heißt 10 Euro pro Person die Nacht. Und wir bekommen was Warmes zum Essen. Besser geht's doch gar nicht, oder? Ja, das stimmt. Das ist doch geil. Und wir haben schon das erste alkoholfreie Bier am Hals. Aber ich glaube, am Umrechnen passt das nicht, oder? Doch. 45 Lei sind 10 Euro. Genau, 90 pro Nase sind 20. Au! Nee, also 20 Euro. Nee, ihr habt ja nur. Ihr habt das ja. Nee, stimmt, die hat 90 für beide. Ah, das Double Bed. Ja, Entschuldigung. Ich hab ihre 100 Euro ja. gegeben und da waren die 2 Bier noch dabei. Ja, ja. Passt. Okay, dann passt. Dann sind's, aber dann hat die, dann steht es für ein Zimmer, ne? Nicht da, da. Ja, also, ja. Oder da. Da. Ah! Au! Hör auf! Was ist denn los? Ich gehe mal rüber zu Andrea und zu Else, der beiden geht's gut. Hey, die machen ihre Arbeit echt gerade richtig gut, muss ich sagen. Ja. Also, Spitze. Das einzige Problem, was ich heute hat, ist, dass das Telefon nicht richtig geladen hat. Das Telefon, mit dem ich navigiere. Das hat ein bisschen gemuckt. Wahrscheinlich ein Kabelbruch kurz vor der USB-Dose. Aber würde mich überhaupt nicht wundern bei dem, was wir da abziehen. Und auch, dass wir das Gepäck nicht verlieren. Ich meine, es rutscht jeden Tag in irgendeine andere Richtung. Aber bis dato ist alles drauf. Was vielleicht noch erwähnenswert wäre, das Fahrwerk hat sich verbessert durch die Kälte. Das Öl ist etwas kälter geworden. Und irgendwie ist die Federung, das Federbein, Gabel vorne, ist alles viel besser wie vorher. Ja, das war auch brutal warm. Ich meine, ja. Wir haben jetzt bestimmt 25 Grad Unterschied zu Ungarn. Ja, aber es war richtig geil. Das Fahrwerk also, heute. Ich meine, wir hatten auch Glück. Das Wetter da oben sagt was anderes, aber wir haben keinen Tropfen Regen gehabt. Es ist nur brutal kalt. Also Jacke, Mütze ist alles angesagt. Das ist unser Navigator, dieses Handy. Und naja, ich bring's halt irgendwie nicht auf Strom. Und ich schätze mal, da unten die Dose ist mittlerweile im Sack. Ne? Mit dem Garmin komme ich nicht so gut klar beim Navigieren. Das nervt ein bisschen. Die Tanks sind wirklich nicht wegzudenken, die beiden, weil ohne die wären wir schon ein paar Mal liegen geblieben. Mhm. So, morgen geht's weiter im Programm. Ich schaue auch, also heute war wenig Zeit, oh Mann, das brennt richtig. Heute war wenig Zeit, noch irgend so ein Bullshit zu filmen. Wir haben vielleicht ein paar kleine Videos, die ich hinausschicke, aber mal schauen. Alles andere nehmen wir mit den GoPros auf. Ich wünsche euch einen guten Abend. Macht's gut, bis morgen. Folgt uns weiterhin Instagram, Facebook und Co. Bleibt dabei. Einen schönen Gruß an den Dominik und an den Jakob. Wie viele Kilometer sind wir heute gefahren? 341. 341 und nur wenn die, falls die reinschauen, unser Standort ist... ja, gerade hier. Okay, also seht ihr das überhaupt? Ich glaube, ich muss die Kamera schnell umdrehen. Na, der Fokus, der will nicht.
Okay, Borsig heißt es, das Netz gibt auf. Das Netz gibt auf. Dann sage ich euch jetzt gute Nacht und wir sehen uns. Bis dann. Tschüss, euer Manuel.